Und das ist derjenige, der Throat, nicht der Hanzo. Nee, oder den Widow. Und man denkt sich so, ja, wir können es doch auch mit dem Hanzo gewinnen. Mach doch einfach, spiel doch einfach das Scheißspiel. Ja eben, der Hanzo kann doch gut sein. Kombinier dich doch einfach mal mit dem Hanzo. Organisier dich mit dem. Und heul nicht rum, dass der Hanzo spielt. Organisier dich doch mit dem einfach. Spiel einfach das Scheißspiel. Spiel Saya und der Hanzo ist ein Win. Easy game. Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Overwatch mit Nifjatz. Ich hab das falsche OBS-Profil, aber hallo. Hallo, hallo, hallo. Wir sind mal gespannt, wir sind mal unterwegs. Overwatch, was gibt es da zu sagen? Heute Abend, kommt die Folge, kommt doch morgen, ne? Heute Abend gibt's Archive. Ich will den Mace-Skin haben, hast du den Mace-Skin gesehen? Ich finde den tatsächlich gar nicht so geil, wenn ich ganz ehrlich bin. Was? Bester Mace-Skin? Das ist der beste Mace-Skin, aber ich finde den nicht so überwältigend. Also ich finde den Doofus-Skin unglaublich cool, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele Doofus nicht, aber ich finde den Skin unglaublich cool. Der ist cool, ja. Und den Hanzo-Skin. Oh, der Hanzo-Skin sieht leider auch ziemlich nice aus. Und der Morris, die sehen alle cool aus bis jetzt. Ja, aber den Mace-Skin finde ich halt cool, weil... Na gut, vielleicht liegt das auch ein bisschen an meiner Freundin. Meine Freundin könnte genauso aussehen, Morris. So weiß ich, finde ihn cool. Sehr gut. Ja, Nefias hat das dann schon mal entschieden, wie Wusch, du dann aussieht. Wuschelige Haare, Brille, das könnte genauso gut Lou sein. Und dann sagt die er... findet den auch genauso gut. Lou, du musst unbedingt ein Cosplay machen. Könnte sie, perfekt. Bastion down. Reinhardt low. Meine Ranked-Abenteuer laufen sehr gut. Ich bin Platin jetzt im Übrigen, ne? Hab ich gesehen. Geht's jetzt? Meine Ranked-Abenteuer auf der Smurf gehen weiter. Die Gold-Elo ist ja die Hölle, Alter. Ah, no shit, Sherlock. Ich bin froh, dass ich raus bin. Die ist ja noch schlimmer als Platin. Deswegen sind die auch Gold. Boah, und dann sind da so Klugscheißer drin, ne? Boah. Aber so richtig raus bin ich ja noch nicht. Ich bin ja noch am Anfang von Platin. Aber ich muss auch zugeben, ich hab's nicht ganz alleine gemacht. Aha. Ich hab... Wer hat dir geholfen? Kannst du dich noch an die eine Folge erinnern, als ich fragte, wer ist Snow Hunter? Der sagte dann, ich weiß nicht mehr, wann das war. War es ein Donnerstag oder Freitag? Und dann sagt er, ja, ey, Goro, hättest du Lust, ein bisschen ranken? Und dann dachte ich nur, oh, mit Leuten ranken ist immer scheiße. Snow Hunter. Ja, erstmal dachte ich, wäre Snow Hunter, und dann dachte ich, boah, mit Leuten ranken ist immer scheiße, mit Leuten zu ranken. Und dann. Kommt immer drauf an. Manchmal geht's. Ja, ich find's eigentlich. Ich weiß nicht. Der 6er Stack letzte Woche hat auch gut funktioniert. Da haben wir mehr gewonnen als verloren tatsächlich. Naja, da dachte ich, naja, gut, dann rankst du jetzt mal, und dann sagt er, dann kommst du auch auf den Discord. Und ich nur, oh, naja, eigentlich habe ich da überhaupt keine Lust drauf. Oh Gott, jetzt. Das finde ich jetzt total scheiße. Aber gut, ich hab's gemacht und ich sollte es nicht bereuen. Wir waren dann auch ein 6er-Stack. Oh Gott! Wir waren ein 6er-Stack und die sind scheinbar um. Ich weiß nicht, ob die normalerweise Grandmaster spielen oder so. Ah, haben sich runterdroppen lassen und sind eine. Okay. Die haben ganz viele. Aber das waren so. Ich sag mir, wie es ist, du hast dich carryen lassen. Ich hab. Ja, ich war Diva die ganze Zeit, Off-Tank gespielt, hatte Play of the Game zwischendurch auch, hatte viele Goldmedaillen, viel Silber. Es war cool, aber das, was gut war, war, dass die Teamzusammenstellung gepasst hat. So die Hero-Zusammenstellung. Ja, ja. Das kann man im Six-Stack halt immer gut abstimmen. Das ist halt der Vorteil im Six-Stack. Und da hab ich auch hier Techniken also mitgemacht, die kannst du mit Randoms gar nicht machen. Und wir haben zwischendurch haben wir auch verloren. Ich bin nicht da Platin geworden. Ich bin selber Platin noch geworden danach. Aber das hat mir, ich glaube, bestimmt 80, 90 Punkte noch gegeben. Die mir hart gefehlt haben, weil ich nicht wegkam von der Elo. So, das war sehr gut. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kenne die immer noch nicht, die Leute. Ich weiß nicht, mit wem ich da gespielt habe. Ich kannte auch die Stimmen nicht. Aber sie waren nett. Grüße gehen raus. Ah, fuck! Was habe ich da gerade Ich habe einen Kill bekommen. Ach, das war die Falle von Junkrat. Oh, Mann. So, Grüße gehen raus. Wollte ich nochmal gesagt haben. Grüße. Bei mir in den Kommentaren stand, spielt doch mal Genji und dürft ihr euch das Elend mal angucken. Ja. Ja. So, da bin ich gerne wieder dabei beim 6. Stack. Das hat Spaß gemacht. Warum ist denn hier eine Mercy? Die gegnerische Mercy weiß ich nicht. Aber wir haben auch nur noch Zen als Heiler. Ja, aber die Brigitte, dann gewinnen wir jetzt, oder? Es ist wie Quickplay. Es ist Quickplay. Was?
Brigitte, as your service. Ed hat sie gesagt, sorry. Naja, aber jetzt bin ich Platin. Ich fühle mich gar nicht mehr so schlecht. Aber ich habe mich aus Silber in Platin gespielt. Ich hoffe, das wird appreciated. Aus Silber in Platin. Naja, ich war ja irgendwie 2021 gerankt oder so. Nein, ach, ich wollte die Ult stoppen. Also ich war so knapp, Junk low, Junk low. Okay, cool. Ich bin gehackt, ich bin tot. Ich war so knapp Gold. Silber, Gold, was? So knapp Gold, in Gold drin noch. Das kann man gar nicht als Gold definieren. Das war quasi schon Silber. Ich finde aber, diese Season ist wieder anstrengend. Ich weiß nicht warum, diese Season ist wieder extrem anstrengend, so von den Leuten. Also von den Randoms her ist das richtig anstrengend. Und dann gibt es diesen einen, dieser stupide Spieler, der sagt, ja, also wenn du jetzt Widow spielst, dann spiel ich Hanzo. Und das ist derjenige, der Throat, nicht der Hanzo. Nee, oder den Widow. Und man denkt sich so, ja, wir können es doch auch mit dem Hanzo gewinnen. Mach doch einfach, spiel doch einfach das Scheißspiel. Ja eben, der Hanzo kann doch gut sein. Kombiniere dich doch einfach mal mit dem Hanzo. Organisier dich mit dem. Und heul nicht rum, dass der Hanzo spielt. Organisier dich doch mit dem einfach. Spiel einfach das Scheißspiel. Spiel Saya und der Hanzo ist ein Win. Easy Game. Das ist es ja. Man kann das Team ja abstimmen darauf. Oder hoffen, dass der andere best oder gut spielt. Aber nein. Nein. Ich darf jetzt nicht meinen Helden spielen, den ich spielen wollte. Der andere macht das. Jetzt bin ich zickig. So, ich throw jetzt, halt, sagt er dann. Ja. Das ist auch dieses aktive Throwen. Das finde ich ganz, ganz doll anstrengend. Ja, ich auch. Ich glaube, dass wir verlieren, dann verlieren wir jetzt auch. Und nee, wir verlieren nicht. Nee, wir nicht, aber ich meine das im Ranked. Dass das so heißt. Und das ist das Anstrengende, auch diese Season dann. Jetzt haben wir gewonnen. GG. Brigitte hat nämlich geregelt und gut geheilt mit dem Senier. Das stimmt. Nur wir beide on fire, ich sag's dir. Ich hab Player for Game gecallt. Das kann sein. Hatte dann Triple Kill. Aha. Zum Ende hin. Aber ja, das ist dieses Throne. Das habe ich auch auf Twitter geschrieben. So, ich habe zum Beispiel Bock auf Hanzo gehabt im Ranked. Ich kann Hanzo auch gut. Vor allem auf einer Gold-Elo, würde ich behaupten, kann ich Hanzo gut. So, weißt du? Und dann kommt dann der Healer-Main und sagt, wenn du jetzt Hanzo spielst, weißt du, dann spiele ich Widow. Und dann schreibst du den, wieso versuchst du nicht einfach erstmal normal zu spielen, dich auf den Helden einzustellen? Nein. Der Throat dann. Und du bist dann der Idiot angeblich, der ja Hanzo gepickt hat. Und ich hasse das. Das ist scheiße. Vor allem ist es ja so, dass es ja quasi auch bewiesen ist, ne? Overwatch-Studien besagen ja, dass wenn du den Hero spielst, den du gut kannst, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann gewinnst, höher ist, als wenn du einfach nur eine gute Team-Comp machst. Ja, weil du Bock auf den Helden hast. Weil du Bock auf den Helden hast und weil du den oft gespielt hast. Und, ja, und, genau. Und im Quickplay funktioniert es auch. Man muss halt sagen, One-Picks hier, Mercy Mains, sind scheiße. Man sollte immer so 2-3 Helden haben. Das habe ich Goro damals auch gesagt, weil da hat er zum Beispiel gesagt, so, was hattest du nur gespielt? Du hast alles gespielt, so, weißt du? Ja, ich hatte alles gespielt. So, das ist auch kacke. Du kannst nicht alles spielen. Du musst dich auf 3, 4, weiß ich nicht, vielleicht noch 5 Helden spezialisieren. Und wenn dir dann einer sagt, du spielst jetzt aber Mei, du kannst Mei aber gar nicht spielen, aber das ist gut für die Comp, dann bringt es dem Team nichts. Das ist halt dumm. So, du weißt nicht, wie du dich mit Mei positionieren sollst. Du weißt nicht, wie du am besten deine Ulti times. Das sind so viele Fakten, die da reinkommen. Ich habe nämlich damals zu Anfang alles gespielt, deswegen ist mein Account auch so balanced von den Heroes her. Ja. Alles, was mir Spaß gemacht hat und alles, was wir gebraucht haben. Ja, und das im Quickplay spiele ich auch alles, aber im Ranked ist das halt nicht. Im Ranked ist es halt nicht möglich. Nee, im Ranked. Overwatch wollte das am Anfang so, dass jeder jeden Helden kann. Und deswegen habe ich mich. Das auch funktioniert in der Praxis nicht. Das stupide nicht. Daran gehalten, aber sobald es competitive wurde, ging es nicht mehr. Nee, es geht vor allem nicht, weil du dann halt Helden hast oder Leute hast, die zum Beispiel nur Mercy picken. Es geht dann nicht mehr, so, weißt du? Dann kannst du dem Mercy Main nicht sagen, du spielst das McCree. Der kann McCree nicht. Der hat das Aim nicht. Mit Mercy aimst du komplett anders. Der hat die Positionierung auch nicht. Der weiß nicht. Der hat alles nicht. So, weißt du, es bringt dir halt nichts. Und ja, man muss am besten aus jeder Gruppe ein oder zwei Helden haben, die man okay oder gut spielen kann. So, ich kann zum Beispiel als Supporter, würde ich jetzt sagen, ich kann Zen so halbwegs. Brigitte kriege ich hin. Aber die ist halt noch nicht im Ranked, aber trotzdem, so, also, weißt du? Eine Mercy spiele ich auch ungern, weil ich weiß, es gibt Leute, die Mercy viel besser können.
Ja. Und ich mit Mercy und das Positioning nicht drauf habe. Ich versuche mit Mercy auch einfach nur das zu tun, was ich gerade kann. So, weißt du? Ja. Natürlich gibt es da immer einen besseren. Und dann kannst du Roadhog gut und. Ja, Soldier, McQueen kriege ich mittlerweile hin. McQueen nicht so gut wegen Aiming, aber. Ja, und Soldier halt, ne? Ja. Und ich spiele halt. Wenn ich Heiler sein muss, dann am liebsten Moira oder Lucio. Ja, Moira kriegt ja eh jeder hin, weil Moira ist eigentlich relativ easy zu lernen, glaube ich. Moira ist ziemlich easy. Und dann, wenn ich Tank sein muss, dann D.Va natürlich, also gerne Off-Tank. Oh lol. D.Va spiele ich dann gerne, oder eigentlich immer, das ist so mein Main. Ich kann ja, auch eine Orisa spielen, wenn es sein muss. Oh, Orisa, ich habe mich mehr zu Reinhard gewandt mittlerweile wieder. Orisa ist nicht so mein Fall, muss ich gestehen. Ich bin eher so die Orisa. Und sonst? Ja, was kann ich denn sonst? Naja, DPS. Bashing kann ich sehr gut eigentlich. Das wollten die im 6er Stack nicht, dass ich Bashing spiele. Ich weiß, stimmt das gar nicht. Was? Ja, bis ich, einmal habe ich Bashing gespielt. Wir haben auch gewonnen. Aber ich hatte nicht Player for Game. Oh, die Widow ist gut. Badang. Sind die jetzt alle auf dem Punkt und wir kommen nicht hin, oder? Oh, was ist denn hier los? Ich habe mal eine neue Festplatte bestellt, Leute. Dann kann ich mal wieder richtig aufnehmen. Nicht aufnehmen. Hast du. Ist die Aufnahme pausiert oder so? Nein, nein. Du musst auf den Punkt. Du kannst da nicht rumstimmen bleiben, Leute. Musst erst den Reinhard wegmachen. Und DPS kann ich sonst auch Pharah spielen oder mal eine Runde Junkrat. Aber. Man braucht halt so einen gewissen Hero Pool. Wie ich zum Beispiel nie spiele, ist Hanzo, Widow, Ana. Ja, Ana traue ich mich auch nicht. Ana und es ist schwer, finde ich. Und es hat auch Gründe, dass man die Heroes nicht spielt. Mercy kann ich auch ganz schlecht. Ich stehe immer ganz weit vorne. Ich habe eine ganz schlechte Positionierung mit Mercy. Ja, ich auch. Das nicht, weil ich den Hero nicht kann, weil ich kann die Abilities, ich verstehe die auch. Genau, du weißt nur nicht, wann du wo stehen musst. Genau, ich kenne die Positionierung nicht. Das hatte ich mit Zen nämlich auch. Da stehst du mit Zen, ich stand mit Zen immer zu weit vorne. Aber Zen muss weiter hinten stehen, so weißt du? Ja. Und das ist das, was du lernen musst. Du musst ja nicht den Hero lernen, du musst ja die Positionierung meistens lernen. Ja. So. Kleine Rant-Folge über Ranked, wie immer. Stimmt. Sind wir fertig schon, oder? Ja. Guck mal, Match hat auch abgebrochen, alle gegangen. Nice, nice, nice. Und bis zum nächsten Mal, ne? Ja, hau das mal rein, ne? Einmal gewonnen, einmal auf den Sack bekommen, ist okay. Gut. Klingt nach Overwatch. Tschüss.